Reutlingen. Peter, was ist dein Eindruck bei dieser Zusammenarbeit gewesen, bei der ersten Probe? Also ich war natürlich sehr gespannt und habe mich dann ganz schnell eingehört und habe mich total gefreut, weil ich so eine Spielfreude des Orchesters wahrgenommen habe. Und ich bin total begeistert auch von dieser Klangvielfalt. Da ist alles da, was man braucht. Also Rhythmus, Melodie und sogar eine tolle Groove, was ich gar nicht so erwartet habe. Ist es auch, dass für dieses Konzert du Stücke komponiert hast für Zupforchester, die jetzt eine World Premiere erleben? Wie war es für dich jetzt, so Stücke für Zupforchester zu schreiben? Ja, das ist natürlich eine spannende Aufgabe. Ich habe mich ähnlich gefühlt, als ich zum ersten Mal die Anfrage hatte, ob ich nicht mal was für Streichorchester oder Streichquartett schreiben könnte. Und ich musste mich natürlich ein bisschen einlesen, einhören und habe dann festgestellt, dass man alle Möglichkeiten hat, für so ein Orchester zu schreiben. Danke, und wir freuen uns mit dem Mandolinorchester Ettlingen auf das ganz spezielle Konzert mit dir am 29.11. Sonntag im Asamsaal Ettlingen. Vielen Dank. Now I don't know where we are, although I know.